Einen schönen guten Morgen und ganz herzlich willkommen zu Ideas Daily TV. Der DAX, der knüpfte gestern nahtlos an seine Gewinne der Vorwoche an. Der Deutsche Leitindex startete bereits mit einem deutlichen Plus in den Tag und konnte dieses auch weitestgehend bis zum Ende des Handels verteidigen. Am Ende stand ein Zugewinn von 1,64% auf der Kurstafel. Blicken wir direkt mal nach Frankfurt an die Börse zu unserer Korrespondentin Johanna Krämer. Schönen guten Morgen. Johanna, bleibt der DAX auch heute auf der Überholspur? Was sind denn die Vorgaben für den Leitindex? Schönen guten Morgen, lieber Marco. Ja, es sieht momentan eher danach aus, als würden wir tatsächlich heute ein bisschen auf der Stelle treten, zumindest zum Handelsauftakt. Die ersten Berechnungen ergeben ein hauchdünnes Plus von 0,1% und knapp über der Marke von 12.700 Punkten wird der deutsche Leitindex heute am zweiten Handelstag erwartet. Die Vorgaben sind allerdings gar nicht so schlecht, wenn auch in Asien eher durchgemischt. Wir haben in Japan den Nikkei mit einem Minus von 0,6% im negativen Bereich. Der Hang Seng ebenfalls im Minus, aber nur hauchdünn, 0,1% gibt dieser ab. Dafür geht es aber dann in China weiter nach oben. Und das war ja auch gestern schon der treibende Faktor, der die Wall Street und auch bei uns für ordentlich Kurssteigerung gesorgt hat. Heute sehen wir den Shanghai Composite 1,3% im Plus. An der Wall Street wurde gestern wieder gehandelt, nach dem langen Wochenende. Man hatte am Freitag ja Feiertag gehabt und auch hier ist man fulminant in die neue Woche reingestartet. Der Dow Jones hat die Marke von 26.000 Punkten geknackt, konnte diese auch bis zum Handelsende verteidigen und ging mit einem Plus von 1,8% aus dem Handel. Und auch die Tech-Werte der Nasdaq haben ebenfalls ja ein wahres Kursfeuerwerk hingelegt. Also wir starten heute erstmal auf der Stelle, aber das heißt ja nicht, dass es nicht ausbaufähig ist. Vielen Dank nach Frankfurt, Johanna. Ja, nach diesem Ausblick auf den Handelstag folgt an dieser Stelle natürlich die Marktidee. Heute ist dies Vonovia. Ja, die Aktie des Immobilienkonzerns, die bewegt sich in einem intakten, langfristigen Hosse-Trend. Ausgehend vom Corona-Crash-Tief im März konnte sich das Papier bis auf ein neues Allzeithoch hinaufschrauben. Dort startete dann Anfang Juni eine Seitwärtskonsolidierung. Im gestrigen Handel, da übersprang der Wert die vom Rekordhoch ausgehende Eindämmungslinie und konnte dann auf Schlusskursbasis eine neue Bestmarke erzielen. Wenn Sie mehr dazu erfahren möchten, dann lesen Sie nach in einer ausführlichen Chartanalyse. Da gibt es weitere Details dazu und die gibt es unter www.ideas-daily.de. Ja, und wir sehen uns morgen wieder mit Ideas Daily TV. Bis dahin, machen Sie es gut.